Tö, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Binding of Isaac Afterbirth. Wir spielen ganz normal einen ganz normalen Run und ich werde euch hauptsächlich die Highlights zeigen, zum Beispiel zu einem wie heißt das? Itemraum. Wir bekommen ein Item für Psyche Short und einen Schlüssel, der uns den und Schlüssel der Unendlichkeit. Sehr schön. Eine Menge Münzen, die schnappen wir uns natürlich auch mit und dann schauen wir einmal weiter. Oh, eine Pille, was machst du? Tears up, sehr schön. Nein, voll dagegen gerannt, aber kein Problem für uns. Wir gehen jetzt einmal zu dem Boss, benutzen unser Buch. Gleich haben wir es geschafft und der Gegner ist down. Sehr schön, Range up. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. In den Shop können wir übrigens auch noch. Wir kaufen uns auf jeden Fall das Seelenherz und sonst brauchen wir hier nichts. Den Rest spende ich einmal. Und was gibt es hier? Okay, den Boss, der ist auch kein Problem. Den können wir schön besiegen. Aber er ist schnell. Und so verliert man auch dann natürlich Herzen. Naja, das bringt uns Poison Touch. Das ist ganz okay. Und dann können wir ab in die nächste Ebene. Naja, schauen wir mal, was uns hier erwartet. Hier sind zwei Riesenräume. Das ist nicht so schön. Aber das dürfte kein Problem werden. Was war das denn? Das war richtig dumm. Schauen wir einmal in den Itemraum hinein. Und hier gibt es die Protector. Die sind eigentlich ganz gut. Die nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Und die Münze kommt natürlich auch mit. Wieso sollte ich die liegen lassen? Wir machen gleich einmal den Bosskampf gegen Larry Junior. Oder Larry nur? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ist er nicht sonderlich schwer, solange er sich nicht teilt. Schauen wir mal. Jetzt sind es zwei. Jetzt wird es schwieriger. Und jetzt sind es sogar drei. Müssen wir aufpassen. Okay, zum Glück ist er im richtigen Moment gestorben. Und dann dürfte der jetzt auch kein Problem mehr sein. Und wir haben es geschafft. What's all this? Wir bekommen eine Menge Pillen. Range up. Sehr schön. Das war schlecht. Telepills. Naja, ups. Hier sind auch gleich Gegner. Aufpassen. Und danach gleich mal wieder zurück zu dem Bossraum. Und da können wir die Pille benutzen. Full Health. Wir wollen jetzt nur positive Pillen. Das war eigentlich richtig cool. Was gibt es so denn im Shop? Das Ding, ich weiß jetzt nicht, was es cool aber bringt, aber es ist eigentlich ein ganz cooles Item. Ich habe wieder halt vergessen, was es ist. Hier ist eine Menge Geld, sehr schön, dann kaufen wir uns gleich mal Itemmarkt hier. Okay. Das hilft uns folgendes, wenn man einmal getroffen wird, dann, oder zweimal, ich weiß es jetzt nicht genau, dann kriegt man auf jeden Fall, wird einem dieses Space-Item aufgeladen, was extrem nützlich ist. Naja, wir müssen ab in die nächste Ebene. Dann können wir auch gleich mal in den Seelenherz so ein Blatt, Toxic Blatt. Was bringt sich das? Es erhöht unsere Range und wenn man getroffen wird, dann ziehen wir eine Blutspur. Das ist, die dann auch Damage macht. Ist eigentlich sehr gut. Schauen wir mal, ob das uns vielleicht hilft, einmal einen guten Run hinzubekommen. Auf jeden Fall ist jetzt Boss-Time und es sind eine Menge Gegner. Das kann jetzt was werden. Unsere Karte will ich noch benutzen, dass wir mehr Damage machen. So, der eine ist weg und den letzten haben wir jetzt auch bekommen. Gleich, oder? Jetzt, sehr schön. Und Memories, das bringt endlich mal ein bisschen Herzen oder zumindest ein Herz. Das ist auch sehr schön und wir gehen gleich mal ab in die nächste Ebene. Ab in den Seelenraum. Und was bist du? Dem Common Cold Poison, Poison Damage. Das ist eigentlich ganz gut. Schauen wir mal. Vielleicht wird es dadurch noch witziger. Weil momentan sind wir noch nicht sehr stark. Aber wir sind auf jeden Fall okay. Wir schauen einmal in den Shop. Vielleicht hat er irgendwie etwas Gutes für uns. Der Hero Fan, das war sehr schön. Der ist down. Sehr schön. Und hier ist auch schon der Endboss. Gegen den können wir gerne kämpfen. Wobei, den mag ich überhaupt nicht. Jetzt geht er noch, aber später dann wird er extrem fies, wenn er dann spuckt. So, aber wir haben ihn bekommen. Das war sehr schön. HP und Tier-Ups und noch irgendwas anderes. Ist mir eigentlich ziemlich egal. Wir bekommen ein Herz dazu. Das ist die Hauptsache. Das ist sehr schön. Haben wir eigentlich hier alles erledigt? Eigentlich fast alles. Wir gehen ab in die nächste Ebene. Und der Itemraum, was bringt uns das? Intensifying Tears. Wieso passiert das eigentlich? Eigentlich, wenn sie
Auf jeden Fall, wenn sie irgendwo landen, dann machen sie so, dann spritzen sie so ein bisschen und dadurch machen sie mehr Damage. Das ist sehr schön. Eigentlich haben wir recht gute Items, nur Damage fehlt uns noch und jetzt gegen Brownie. Der wird witzig. Den finde ich extrem nervend. Ich habe keinen Plan, was hier passiert. Ich hasse diesen Gegner. Der ist einfach nur durch. Das ist immer nur ein Durcheinander gegen den. Aber wir haben ihn, glaube ich, geschafft. Oder ziemlich. Mit unseren zwei Herzen haben wir es überlebt. Gott, das war jetzt kein schöner Kampf. Aber wir bekommen nochmal Range Up. Das gibt's doch noch nicht. Aber wir haben dieses Mams Messer. Das ist sehr schön. Mit SSL wäre das wahrscheinlich sogar ein richtig guter Run. Kein Damage für uns. Wir versuchen jetzt, die Mom zu besiegen. Hallo. Das wird jetzt auf jeden Fall witzig. Das wird jetzt wahrscheinlich ein richtig langer Kampf. Wenn wir nicht davor sterben. Oh Gott. Aufpassen. Wir dürfen nicht sterben. Wir haben eigentlich coole Items. Wir brauchen nur Damage. Wir brauchen nur Damage. Oh Gott. Aber wir haben es gleich geschafft. Nach 100 Jahren. Endlich. Speed und Range Up. Es gibt es nicht. Wir kriegen keinen Damage. Wir kriegen einfach keinen Damage. Und hier ist natürlich auch nichts mehr drin. Wieso? Wir kriegen keinen Damage. Wie sollen wir den Run beenden? Ohne Damage. Och nö. Das kann doch was werden. Ich glaube gerade irgendwie, dass wir diesen Run nicht mehr schaffen werden, weil es geht nicht mit diesem Damage. Man macht so wenig Damage. Wir haben einen richtig guten Shot Speed und das Ganze. Nur der Damage ist gleich 0. Gegen den normalen Monster ist ja noch alles möglich. Nur dann später gegen den Endboss wird es wahrscheinlich unser Todesurteil. Also es gibt zwei Dinge hier. Nein. So viele Leben schon wieder verloren. Ich will das wenigstens noch zum Boss schaffen. Was ist das? Scheiße. Nö. Nein, 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 nein. Bin in jedem Moment tot. Nur noch Sekunden. Nur noch Sekunden. Es handelt sich nur noch um Sekunden. Wieso sterbe ich nicht? Also wir könnten uns freispringen vielleicht. Ja, gehen wir hier schnell wieder raus. Oh Gott, was war das denn? Nein, 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 nein. Es verläuft überhaupt nicht gut. Ihr merkt es. Hilfe! Vielleicht eine nette Pille? Friends till the end. Nein, es bringt uns nichts. Ein Herz, ein Shot und wir wären tot. Und jetzt den Endboss. Der wird jetzt natürlich voll easy. Scheiße! Achso, es ist ja noch nicht einmal. Okay, dann könnten wir es. Es ist ja noch nicht einmal Mom's Herz. Jetzt habe ich einen Denkfehler gehabt, aber trotzdem wird das jetzt irgendwie schwierig und wir sind tot. Wir sind tot. Der Run hat richtig gut begonnen, nur wir haben einfach keinen Damage bekommen und dann ist dieser Run ziemlich schnell zu Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen, diese Folge, aber ich habe jetzt keinen Bock mehr auf Isaac. Naja, nächste Woche gibt es trotzdem eine Folge, ich werde es im Voraus aufnehmen, ich bin dann schon auf Urlaub, aber das ist ein anderes Thema. Ich verabschiede mich jetzt mit einem, naja, etwas wütenden Türö.